Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animations Throwdown Daily Shop News und Combo Masteries mit Miniman gleich. Ja, hier aus Gilde Nummer 2. Gucken wir mal ganz kurz hier rein. Mamas altmodische Geheimnisschatulle. Da haben wir nach wie vor den Mythic Teddy. Ist jetzt nicht so der Oberbringer, aber okay. So, dann haben wir die Burobu Tire Box. Burobu, Event ist ja jetzt momentan am Start. Schauen wir mal da rein. Also, aber ich bin nicht so begeistert von der Box. Highschool Bill Box ist allerdings etwas anderes. Geht noch einen Tag, 16 Stunden, habe ich ja bereits ein Video zu gemacht. Dann haben wir das Mythic Brine Pack auch dazu. Das habe ich euch vorgestellt. Ist ganz cool, definitiv. So, dann haben wir hier momentan einen Eugene Welcher, 10 Euro. Cubert Banjo Box. Francine Smith ist hier der Showstopper für meinen Geschmack. Hat Scottie Pippen auch so schön formuliert. Er hat die gezogen und dann hat er festgestellt, naja, sie ist allemal ein paar Gigawatts wert, also gerade mal zum Recyceln. Das war's dann auch. Supermodel Roger, Mr. Twilly, Zeb Brannigan, Ghost Boy, Eugene Belcher und Klaus Heißler. Ja, Supermodel Roger natürlich eine mega geile Combo. Ne, hier mit Craze und mit Gas. Mr. Twilly, Zeb Brannigan, Portrait, Ghost Boy, das sind etwas ältere Kunstkombos. Wird der ein oder andere von euch mit Sicherheit schon irgendwo haben. Eugene Belcher ist auf jeden Fall ziemlich gut. Klaus Heißler kennt ihr meine Meinung dazu. Ist allerdings ehrlich gesagt etwas besser als die Francine. Also mit Klaus Heißler kann man jetzt ein bisschen was anfangen. Mit der Francine kann man gar nichts anfangen. Insofern, ja, schwer zu sagen aktuell. Schauen wir mal ganz kurz hier in die Kombos rein von dem Ding. Da Vinci Bildhauer Peter, Taxidermy Artist, Live Drawing, oh. Art Student, Meatman Skulptor. Hier Hank Hill Running Back ist ganz nice. Balloon Art, lila Balloon Art. Also sind auf jeden Fall ein paar Kombos dabei, aber es ist jetzt nicht, also ich muss ganz ehrlich sagen, Educated gefällt mir 100 mal besser als das hier. Ich bin jetzt nicht so der Mega-Fan von den Kunstkarten hier, um es ganz offen und ehrlich zu sagen. Wobei natürlich jetzt hier die Live-Drawing Haley, der Sensor Stan, Supermodel Roger sind natürlich schon coole Kombos. Ja, hier auch Art Student spiele ich auch so mal ganz gerne. Auch nicht schlecht, Benders Clowns. Hier einmal Kunst bitte, lila Ballon Art. Ja, also eigentlich muss ich dann ganz ehrlich zugeben, gefällt mir hier Zeb Brannigan Portrait ein bisschen besser als Mr. Twilly, aber gut. Also, schwer zu sagen aktuell. Ich bleibe derzeit dabei. Die Highschool Tire Box ist aktuell im Moment das Beste, was man hier haben kann, was man bekommen kann. Und wenn man da 700 Gems investiert, dann bekommt man genauso viel, wenn nicht sogar etwas Besseres, also einen besseren Draw. Und mehr von raus, als wenn man da momentan das Sonderangebot von den normalen Boxen nimmt. Also nach wie vor, wenn ihr 700 Gems haben solltet, dann steckt sie ruhig hier rein in die Highschool Tire Box und lasst jetzt mal die Finger weg von der Q-Bird Banjo Box und der Supermodel Box. So, dann sind wir auch schon so weit. Dann sind wir auch schon in der Meisterschaft angelangt. Dann gucken wir uns mal ganz kurz an, wie das da aussieht in der Meisterschaft. Also da reingucken. Wo habe ich denn? Jetzt habe ich eigentlich so ein Problem. Das ist das. Das ist das.
Das ist das. Genau, also sind wir doch richtig. Ja, schauen wir noch mal ganz kurz in die Karten rein. Was ist da momentan am Start bei den Kombos? Pimp Peter ist die erste Combo, die wir uns anschauen. Pimp Peter ist folgendes. Das ist dieser hier. So. Jetzt haben wir ihn. Aber irgendwie total verzogen, das Ding. Also, ich weiß auch nicht. Irgendwie momentan ist es alles ein bisschen ärgerlich. Also, dass ich das die ganze Zeit noch im Firefox machen konnte, lief das super. So, also hier Pimp Peter. Peter mit zum Beispiel dem Pimperoo. Er gibt den Pimp Peter da einmal da hinten. Cripple All, hier auch mit dem Witch-Kostüm, Cripple All und Leech. Ja, ist eine ganz gute Combo auf jeden Fall. Das durch das Cripple All. Dauern jetzt auch schon mit der Mythic. Mit dem Mythic Peter. Aber 500 Gems würde ich jetzt nicht unbedingt reinstecken. Also 500 Gems ist er auf jeden Fall nicht, also finde ich nicht wert. Vielleicht, wenn man zu viel davon hat. Ansonsten, nö. Dann gehen wir auch gleich schon in die nächste Combo rein. Das ist hier aktuell der Uncle Teddy. Und der Uncle Teddy sieht folgendermaßen aus. Das ist ein Teddy mit Slurm. Kennt der ein oder andere von euch vielleicht Teddy mit Slurm? Gibt Uncle Teddy. Da unten natürlich 26-fach heilen, nicht schlecht, aber wie man es vorhin gesehen hat, der Art Student mit dem Bob beispielsweise hat nicht nur das, er hat auch viel heilen. Und ja, hat nur eine Mauer dazu und so weiter und so fort. So, also das heißt, das wäre der Uncle Teddy, der lohnt sich auch nicht. Dann haben wir hier die Betsy. Da muss ich auch erst drauf gehen auf die Betsy. Die Betsy ist das hier. Betsy. So, gucken wir uns Betsy mal an. Betsy ist einmal Amy mit Animal-Karten. Hier zum Beispiel im Irac Lobster und so weiter und so fort. Mit Bugstud. Dann kriegst du rechts raus, Hijack, eine Mauer und eben Angriff, wenn eine Combo gespielt wird. Also ist auf jeden Fall eine ganz gute Combo. Ich würde jetzt keine 1000 Steine reinstecken. Werde ich auch nicht tun. So, anders sieht es jetzt aus mit der nächsten Combo. Da gehen wir jetzt auch mal rein in die nächste Combo. Weil die ist ein ganz, ganz fein, ein ganz, ganz fein, eine ganz, ganz feine. So, da haben wir nämlich die Clobberella. Und die Clobberella sieht folgendermaßen aus. So, das hier. Ne? Ja. Schauen wir uns die Clobberella mal an. Also, ne, lila mit Kostümkarten. Und dann kommt da die Clobberella bei raus. Wenn die eine Mythic-Version haben, hier beispielsweise mit Rogers Kleiderschrank, dann ist die schon echt relativ stark, muss ich sagen. Und weil ich die eben in der Mythic-Version habe und weil ich die auch gerne mit dem Kleiderschrank spiele, ja, machen wir doch Folgendes. Werde ich mir die jetzt gleich mal hier gönnen. So. Das werde ich dann machen. Muss mir dann erstmal so die 1000 Steine habe ich jetzt aktuell hier nicht. So, mal folgendes. Jetzt mal ganz kurz hier. Dann machen wir mal weg. Ich weiß jetzt nicht, warum das jetzt so aussieht da. Ist mir auch jetzt echt ehrlich gesagt Jacke wie Hose, warum das gerade so aussieht. So, Momentchen mal. Ich will ja gar nicht. So. Na, wo
Ja, also. Alter Vater, das ist auch teilweise einfach nur unglaublich, was da passiert. Ist einfach nur. Ich klicke jetzt zum geschätzten 50. Mal hier drauf und es tut sich einfach gar nichts. Das ist. Also, manchmal da zweifle ich echt an dem Können dieser Entwickler. So. Okay. Alles klar. So. Da sind wir auch schon wieder und jetzt werden wir Folgendes machen. Wir werden uns jetzt hier im Shop tatsächlich die Globerella holen. Da ist er. So, einmal für 1000 Steine gekauft. So, wollte jetzt nicht zu viel verraten. Also, wenn euch das gefallen hat, dann. Achso, dann muss ich ja noch da oben dann rein. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben, da schreibt mal was in die Kommentare, abonniert den Kanal. Und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit Miniman gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss. Ich wünsche euch noch weiterhin schöne Weihnachtsfeiertage. Lasst es euch richtig gut gehen. Macht's gut, ciao.